Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zum BA Pro Mode. Ja, ich hoffe, euch geht's dann gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein Sieg am letzten Spieltag gegen Washington versuchen wir heute unser Glück gegen die Pittsburgh Penguins. Mal schauen wir mal, ob uns das Glück gewogen ist. Wir haben bis jetzt von dieser Saison nur ein Spiel verloren. Wir haben den Vorteil in der Verteidigung und in den Tore. Die Pittsburgher haben den Vorteil im Angriff. So, auf geht's. Geht Camp Show. Oh. So, jetzt hat. Die Pittsburgher Penguins. Eins, schauen wir mal, was passiert, bis wir wieder aufs Eis kommen. Wir machen uns ein Tor zunutze, hoffen wir wieder mal. Sind 33 Euro nix. Jetzt. Nein. Nein. Erstes Drittel wird kein Ergebnis sein, schätze mal. Ist auch krass. Ein gutes erstes Drittel auswärts. So, auf geht's, Jungs. Wir müssen siegen. Ein Fehler von mir. Wo wir es nur im Angriff den Vorteil haben, sind sie in der Verteidigung auch ganz gut, die Pittsburgher. Jawohl! Aber der Ansi hat mir mein Tor genommen. Ja. Aber ich habe dafür den Assist. Ich habe dafür den Assist. So ein Schlingel der Ansee.
Los Angeles goal. He is fifth of the season. Scored on the power play by number 11, Anze Kopitar. Ist wie aber da ist die Antwort vom HP, vom Tiroler. Und somit wieder 2:1. Fünftes Tor in dieser Season. Wir befinden uns immer nur am Spieltag 6. Versprechen gehalten. King scored. He is fifth of the season. Scored by number 22. Assisted by number 8, Drew Dowdy. And by number 19, Dougie Hamilton. Time of the goal, 3 minutes 17 seconds. Und das zweite Tor am heutigen Abend. Und 3:1 vom Tiroler, vom HB. Bis zum nächsten Einsatz simulieren. Bleibt so. Machen wir jetzt das Team. Mit Marmelade. Jo. Und 4:1. Jetzt geht's rund. Da Mark. Erstes Tor in dieser Season. King score scored on the power play by number 5, Mark Giordano, assisted by number 50, Justin Williams, and by number 92, Gabriel Landeskog. Time of the goal, 10 minutes 40 seconds. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann nach vorne. Oh, ich mit echt gleich wieder aufs Eis. Ja, wenn ich es in den Drittel wäre es gewesen.
Ah, was mache ich denn? Und einen zweiten Assist habe ich. In Zusammenarbeit mit Ansi wieder mal. Jetzt, jawohl. Oh, shot. Schade, schade. So gut war das erste Drittel, war, umso besser war jetzt das zweite Drittel. Laufen wir wieder zur Bank. Ich habe jetzt gerade überlegt, das sind wir ein bisschen ruhig gewesen. Wie weit geht es jetzt noch weiter in der Karriere? Die erste Investition war ja unser Restaurant. Können wir dann nur mal so eine Gelegenheit irgendwo zu investieren? Und was wird es dann sein? Ja, ich weiß, in ein Autohaus investieren. Jawohl, da habe ich mein Handy. Drittes Tor am heutigen Abend, 7 Tore in dieser Season, meine lieben Sportsfreunde. Zack, und drinnen ist er. Hervorragend. Nach wie vor, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich woanders schicke, mache ich es natürlich. Auch wenn ich jetzt hier Captain bin, aber wenn ich jetzt sozusagen bei Nashville am besten Vertrag kriege oder gedraftet wäre, natürlich logisch, dass man auch in der Karriere mal eine andere Mannschaft sehen. Aber solange ich hier Kapitän bin, geht jetzt nicht vor zum Knie.
Und jetzt das vierte Tor und das 7:1. 8 Tore in dieser Season, viertes Tor am heutigen Abend. Ich muss ja meinen Rookie-Status irgendwie aus der ersten Season gerecht werden. Hervorragend. Zack, und das Ding ist drinnen. Und somit gewinnen wir das Ding mit 7:1. Immer nur, meine lieben Sportsfreunde, in der Originaleinstellung. Aber ich kenn's mir, wenn ich was anpasse, ist seid ihr so dabei. Star Nummer 3 ist der Ansee mit 2 Toren, 1 Assist. Dann kommt der Drew mit 5 Toren. Und dann 6 Tore. Wir haben der Drew hat 4 Assists gehabt, haben wir 5 Assists. Super, alles gut. Wir haben 6 Assists. Bei einem Sieg wäre es heute da schon. All right, at this time, everyone, we'll catch you up on what went down and all the action in the league tonight. The Kings took to the road to match up with the Penguins. Los Angeles picks apart their opponents surgically with the win. Time to look at what was happening elsewhere in the NHL schedule. The Coyotes were hoping to fly high against the Wild. Minnesota tops the opposition in a fun one. The Oilers were hoping to take a fight out of the Stars. Edmonton played a complete game in this one and easily get the regulation win. Lots more still to come, including the story in MMA, the hardwood, and more. Stay with us. All right, let's get all you poolies and all you hockey dann fans haben wir da caught up ein Heimspiel gegen Detroit. The Preds had an on-ice collision with the Blues. St. Louis took the W in a close one. The Wild played a game against the Lightning. Minnesota partied it up with an offensive display en route to the win. 527,270 Dollar auf dem Konto. Florida took this one with a strong defensive effort in their own end. The story on the ice continues in a moment. Wait, da müssen wir her. Da müssen wir her. Und Topstorger sind wir. Topstorger sind wir mit 12 Punkten. Hervorragend, hervorragend. Wie schaut's aus? Wir sind hier Erster in der Division und in der ganzen Liga sind wir auch Erster. Das ist ja nur besser. Hervorragend. Dann voll motiviert eine ins Spiel gegen Detroit. Wir haben Angriff und Verteidigung auf unserer Seite. Die Detroiter haben die Tore auf ihrer Seite. So. Spieltag 7. T
Ich habe wieder auf die Bilanz einmal geschaut, wo ist unser Goalie, hat der Elvis. Was ist los gewesen? Nein, sie hat ausgeschlafen. So, ich die einmal, ja passt schon. Jetzt im ersten Moment ausgeschaut, als der Pizzotto. Mal schauen wir mal. 8:17 ist noch nichts passiert. Leider. Da sehen wir den Topstorger. Der Detroiter. Und hier ist das erste Tor am heutigen Abend geschossen. So. Dann nach vorne simulieren. Und wir gehen mit einem 1:0 in die Drittelpause. Hervorragend. Okay, Ausgleich für Detroit. Jetzt müssen wir uns wieder einhängen.
zu einer Bank. Schade. Die Detroiter Red Wings fliegen gerade zu übers Eis. Schauen wir mal, mit einem 1:1 gehen wir in die zweite Drittelpause. Jawohl, da ist das Führungstor von San Anzi, Cobra Kai. Kurzes Schnaufall machen auf der Bank. Auch 22 nur auf der Uhr. Der wo zu Lushi mäßig. Der Schuss. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der so hupp. So, dann schauen wir mal. 2:19.
Ein Tor war noch gerecht machen. Aber wird nicht mehr von mir kommen. Na, nicht mehr von mir. Ein Tor kommt schon noch, aber nicht mehr von mir. So ist es richtig gewesen. Und somit gewinnen wir 3-1 zu Hause in der regulären Zeit. Am Spieltag 7 natürlich. Ja gut, haben wir gerade ein Tor geschossen, also da haben wir da mal einen Star mit einem Tor, einen Assist. Unser zweiter Star ist der Elvis. Und unser dritter Star ist der Ansi, also drei Stars. Zwei Tore, drei Assist. All right, at this time, let's get you caught up on all the action on the ice tonight. The Wings battled it out against the Kings. Los Angeles pressed on, always persevered, and they get the win. Hey, we've got some other final scores we want to get you caught up with around the league, and we'll do that now. The Golden Knights faced off with the Blackhawks. Chicago tallies a shutout in this one thanks to a spectacular effort and goal. The Flames had their hands full with the Predators. Nashville poked out a victory in a tight one. Immer die Füßes. Lots more puck talk coming your way, and we'll get to it next. Simulieren wir uns bis nach vorn. Well, let's take a look at how the standings were impacted with some of the final scores around the league tonight. The Canadians were looking to steal 2 points against the Hurricanes. Montreal took this one with a strong defensive effort in their own end. The Preds faced off against the Wild. Minnesota pulls this one out in a game that went right down to the finish. Aber ich glaube, Personal wollte man, gell? Lock up with the Oilers. St. Louis takes this one in a nail biter. A very special guest drops by on the show, and we'll do that next. Na, Eigentum wollte man, oder? Da brauchen wir mehr Follows. Das gehört heben wir. Also das sind ja eh gerade die Sachen, wo es uns noch ein paar Tage wieder weggeht. Investition, genau, 630 haben wir gesagt. 630.000 Kleider wollten wir investieren. Die sind die einzigen Sachen, die was in Kleider wollte man investieren, genau sowas. Mal schauen wir mal, Startzentrale. Da sind wir angerutscht auf den zweiten Platz beim Topstoker. Beim Topstoker sind wir angerutscht. Dann schauen wir mal, wie es ausschaut mit dem Team. Da sind wir auf Platz 20 nach dem 7. Spieltag. Und hier sind wir auch auf dem 1. Platz. Sind wir sogar 1 Punkte vor Philadelphia und 2 Punkte
Passt. Gut. Passt, 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 passt. Wir sind da, wo wir hin müssen, auf dem ersten Platz. Aber somit endet da dieser Spieltag, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, er hat euch ein wenig gefallen zum Zuschauen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, da kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der NHL mit dem HP weitergeht, aus Kapitän der Los Angeles Kings nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, bleibt mir gewogen. Vergesst zwar meinen Leitspruch nicht, so würde ich sagen. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne. Bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.